Die verbotenen Dinosaurier sind zurück in Minecraft, aber sie sind böse und greifen alle Minecraft-Spieler an. Ich baue die sicherste Dino-Base und versuche, Minecraft zu retten. Oh mein Gott, Freunde, schaut mal, wo ich bin. Hier sind überall solche komischen Dinos. Wartet mal, Freunde, warum sind hier denn Dinos? Sind die etwa gefährlich? Ey, Dino, verschwinde! Guckt euch mal diesen riesigen Dino hier an. Ich muss ganz schnell weg, Freunde. Und oh mein Gott, da ist ja noch einer. Ey, Dino, verschwinde, Alter. Komm schon, Freunde, den holen wir uns, diesen Dino. Der soll weggehen. Dino, geh weg hier. Boah, okay, Freunde, den haben wir zum Glück besiegt. Aber da ist noch einer. Hier sind überall Dinos, Freunde. Ich muss weg. Freunde, schaut mal. Das werden immer mehr von diesen Dinos. Hier ist ein Feuerdino und hier ist noch mal einer, Freunde. Nein, 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 nein. Ich glaube, die greifen mich an, Alter. Aua, nein, Freunde, ich brenne. Ich muss schnell weg hier. Komm schon, Synthi, abhauen. Freunde, nein, 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 nein. Ich habe gar nicht mehr viel Leben. Schnell, 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 Synthi, verschwinde. Und, oh, Freunde, da ist noch einer. Hier bin ich sicher. Moment mal, hier ist nämlich so eine komische Schlucht oder sowas. Guckt euch das mal an. Hier sind überall solche Berge. Und hier ist irgendein Häuschen. Ich glaube, hier bin ich sicher. So, mal ganz kurz was naschen. Und dort steht jemand, Freunde. Schaut mal, das ist ein Magier bzw. Professor. Wir fragen den mal ganz kurz, was es damit auf sich hat. Ey, Professor, wie kann das denn sein? Es leben doch schon vor lange keine Dinos mehr. Warum sind hier denn Dinos? Er sagt, die Dinosaurier sind zurück. Baue dir eine sichere Base und kämpfe gegen die Dinos. Freunde, habt ihr es gehört? Wir müssen heute die sicherste Base bauen, um uns vor Dinos zu retten. Und guckt euch das mal an, Freunde. Das hier ist, glaube ich, bislang nicht die sicherste Base. Haben wir hier denn irgendwelche Sachen? Freunde, wir haben hier richtig viel Diamantblöcke. Hier haben wir Werkzeug. Und ich würde sagen, wenn du mir jetzt dabei helfen möchtest, gegen die Dinos zu kämpfen, dann bleibst du jetzt unbedingt dran. Denn dieses Video wird ultra, super, mega spannend. So, um die sicherste Base zu bauen, brauchen wir ein bisschen Platz. Das heißt, wir nehmen uns jetzt hier mal ganz kurz die Spitzhacke wieder in die Hand und platzieren die ungefähr, diese Blöcke, so einmal hier komplett drumherum. Das heißt, einmal hier so eine Umrandung machen, so bis ungefähr so hier hin. Dann machen wir hier jetzt noch die Umrandung drum. So, guckt euch das mal an, Freunde, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Und jetzt noch einmal hier, denn wir bauen heute die sicherste Base gegen diese Dinosaurier. Und was sind das denn für coole Pflanzen? Wow, Freunde, Alter, nein, das war eine Falle. Nein, 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 verschwinde. Freunde, das war eine Falle. Nein, 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 nein. Wie komme ich denn weg vor diesem Teil hier? Hau ab, hau ab. Oh, Freunde, wir haben es besiegt, Alter. Das war, glaube ich, eine Falle. Guck mal, ich wurde gerade voll vergiftet. Also diese Blumen fasse ich hier auf keinen Fall nochmal an, Freunde. Alter, habt ihr das wirklich gerade auch gesehen, Freunde? Ich habe einfach diese Blume abgebaut und dann kam da so ein ekliges Giftmonster raus. Egal, wir essen natürlich jetzt nochmal ein bisschen was und schauen mal, was wir hier noch so für Blöcke haben, Freunde. Wir haben hier noch so... Freunde, was ist das denn? Das ist ein lila Fest-Poison-Bucket. Freunde, ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber ich würde sagen, das platzieren wir hier einfach mal komplett um diese Base drumherum. Und dafür mussten wir uns so einen kleinen Graben aufbauen. Das heißt, einmal hier komplett die Erde wegmachen und darin fügen wir jetzt diese lila Sachen ein. Freunde, das sieht echt krass aus. Ich würde sagen, wir testen das einmal ganz kurz, wie das aussieht. Also einmal hier die Diamantblöcke platzieren. So, einmal hier. Und jetzt testen wir das einfach mal, Freunde. Moment. So, jetzt testen wir mal diesen Bucket hier, Freunde. Igitt! Ah, wenn du das riechen könntest, glaub mir, das... Boah, Freunde, das stinkt nach Pups. Igitt, igitt, igitt. Egal. Das fährt bestimmt die Dinosaurier ab, Freunde, bevor die Dinosaurier kommen. So, und davon haben wir natürlich noch einige. Und ich würde sagen, das probiere ich jetzt einmal komplett, um unsere Base zu bauen, Freunde. Und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, schaut euch das mal an. Wir haben jetzt schon mal diese komplette Base mit diesem Gift umhüllt. Und glaubt mir, Freunde, bevor ich mal ganz kurz diesen leckeren Apfel esse, das wollt
ja nicht riechen. Das ist echt ekelhaft. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und Freunde, schaut mal, das habe ich vorhin gesehen. Hier gibt's noch so eine Kiste. Aber da ist ein Schloss dran. Das kann ich irgendwie nicht öffnen, Freunde. Aber naja, ganz kurz. Wenn ihr wollt, dass wir diese Kiste nachher noch öffnen, dann bleibt unbedingt dran. Denn da wird bestimmt irgendwas Krasses drin sein. Und was ich hier noch gesehen habe, Freunde, schaut euch das mal an. Ich habe hier so einen Helm. Dann habe ich hier eine Brustplatte, eine Hose und noch ein paar Schuhe, Freunde. Und dann habe ich jetzt schon mal so eine richtig coole Rüstung. Und die sieht einfach genauso aus wie dieser Schleimi hier unten, Freunde. Und wir haben hier hinten noch eine richtig coole Waffe. Das heißt, wir sind jetzt schon mal echt richtig gestärkt, Freunde. Aber unsere Base, guckt euch die mal an, Freunde. Die ist wirklich alles, aber nicht sicher. Deswegen bauen wir jetzt erstmal an unserer Base weiter. Und die bauen wir jetzt 4 Blöcke hoch und machen jetzt einmal hier so eine Brücke rüber zur anderen Seite. Das heißt, bis hierhin, jetzt kommen hier die letzten Blöcke. So, Moment, da brauche ich noch 1, 2, 3, 4, 5. So, Moment, perfekt, Freunde. Jetzt einmal hier hochbauen und schaut euch das mal an, Freunde. Unsere Base wird wirklich jedes Mal besser. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, was wir machen können. Guckt euch das mal an. Wir haben hier zum einen Eisengitter oder Laserblöcke, Freunde. Ich glaube, ich finde diese... Ja, die Eisengitter sind zwar schon cool, Freunde, aber ich glaube, es gibt nichts Besseres als richtig coole Laser. Deswegen platzieren wir jetzt hier einmal komplett Laser hin. So, die Eisenzäune können wieder weg. Die können wir ja wann anderes mal probieren, Freunde. Also so, guckt euch das an. Das sieht doch schon mal richtig cool aus. Und jetzt platzieren wir hier oben einmal überall diese Laser. Das heißt, einmal hier, so, 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 so. Perfekt, Freunde. Und jetzt gucken wir einmal ganz kurz. Freunde, wie cool sieht das denn aus? Wir haben jetzt hier wirklich überall so Laser mit Diamanten drum, Freunde. Let's go. Aber eine Sache fehlt hier natürlich noch. Und zwar, oh, warte mal, Freunde. Hier ist einfach das Logo von den Paw Patrols. Freunde, wie kommt das denn hier hin? Einfach das Paw Patrol Logo. Alter, wie krass ist das denn, Freunde? Damit hätte ich ja niemals gerechnet. Aber naja, richtig cool, dass hier die Paw Patrols auch noch anwesend sind. So, jetzt müssen wir nämlich einmal hier noch Kameras platzieren. Hier oben links und hier oben rechts. So, und ja, so. Und das gleiche noch einmal an die Seite, Freunde. So, einmal jetzt hier hochspringen. Perfekt, Freunde. Und ich würde sagen, die Base nimmt echt Stück für Stück eine neue Wendung an. Jetzt würde ich sagen, platzieren wir hier vielleicht noch die Eisengitter, Freunde, gemeinsam, dass wir hier so eine kleine Schutzbarriere haben. Das heißt, so, Moment, Freunde, einmal komplett drumherum. So, das dauert ein bisschen, das weiß ich, Freunde. So, okay, also ich würde sagen, den Rest mache ich jetzt erstmal alleine weiter, denn das wird noch sicherlich dauern, aber bleibt unbedingt dran. Ich muss euch gleich noch ein Geheimnis zeigen. So, Freunde, sieht das jetzt nicht schon alles echt viel, viel cooler? Wow, Freunde, was ist denn das hier? Das ist ein riesiges Chicken, das ist ein Hühnchen, Freunde. Mich greift ein Hühnchen an. Nein, 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 verschwinde, Hühnchen, Alter. Freunde, ich komme nicht weg von dem Hühnchen. Freunde, Alter, was ist das denn für ein Riesenhühnchen gewesen? Guckt euch das mal an. Ich habe hier gerade die Base weitergebaut und dann kam dieses Riesen-Chicken hier, Alter. Freunde, was will denn dieses Riesenhühnchen hier, Alter? Mann, ich muss auf jeden Fall ein bisschen was essen und ich glaube... Oh, Freunde, ich glaube, wir haben es irgendwie abgeschüttelt. Ich glaube, es hat uns nicht mehr gesehen und ist deswegen gegangen. Alter, Freunde, habt ihr das gerade gesehen? Ich habe noch nie so ein Riesenhühnchen gesehen, Freunde. Ich glaube, das war wohl ein bisschen böse, weil ich gestern Chicken Nuggets gegessen habe. Oh Gott, Freunde, ich liebe ja Chicken Nuggets. So, okay, haben wir hier noch weiteres Essen? Ja, Freunde, hier sind Äpfel. Alter, Freunde, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter mit den ganzen Lasern hier. Das heißt, einmal komplett alles voll hier mit Laser bauen. Let's go. Und das machen wir jetzt natürlich noch eine Etage höher. So. Einmal jetzt hier weiter. So, den Apfel, Freunde. Ich muss auch sagen, ich habe irgendwie voll schnell Hunger die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Eigentlich ist das ja auch nicht so normal. So, jetzt einmal hier die Laser platzieren. So, einen noch, genau. Und den Rest mache ich dann gleich nochmal alleine. Aber wir müssen erst einmal diese Basis jetzt hier nochmal zu Ende bauen, Freunde. Also überall hier Diamanten hin und... Freunde, ich glaube, es könnte nachher noch anfangen zu regnen. Es sieht zwar nicht danach
danach aus, aber der Wetterbericht hat heute gesagt, dass es heute noch regnen soll. Fast so wie jeden Tag momentan, Freunde, das Wetter ist echt ziemlich doof geworden. Aber naja, dafür habe ich bald Geburtstag. Und zwar am Montag, Freunde. So, aber bevor wir jetzt die Base weiterbauen, schauen wir nochmal ganz kurz nach, ob, Freunde, da sind immer noch diese Dinos hier überall um uns herum. Das heißt, wir dürfen nicht viel Zeit verlieren. Bleibt, oh, Freunde, da ist noch einer dran. Oh Gott, bleibt unbedingt dran, Freunde. Ich glaube, das könnte gleich noch richtig eskalieren. So, aber naja, nein, Freunde, jetzt bin ich noch in dieses Gift hier reingefallen und hab mich vergiftet. Momentan läuft's echt nicht gut. Oh, Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Ich baue die Base erstmal zu Ende hier. So, Freunde, nachdem ich mich jetzt erstmal hinlegen musste, hat sich einiges getan. Ihr habt ja gesehen, ich bin in dieses komische Giftwasser reingefallen und danach war mir echt voll kotzübel. Aber naja, die Base ist jetzt von außen hin schon mal ein bisschen weiter geworden, also fast fertig, denn von innen ist sie natürlich noch nicht die sicherste Base. Das müssen wir erstmal machen, aber dafür muss ich erstmal reinkommen, Freunde. Und außerdem wollten wir ja da noch was machen. Ihr habt es vielleicht schon vergessen, aber, Moment, ich mache hier kurz einen Sprung, haben wir hier diese eine Kiste mit dem Schloss vorne dran. Komm schon, geh mal auf, Freunde. Und zwar seht ihr ja, da ist ein Schloss. Und dort unten steht auch, dass dieses Schloss abgeschlossen ist. Aber ich kenne eine Möglichkeit, wie wir dieses Schloss öffnen können. Und zwar kannst du mir dabei helfen. Und dafür musst du einfach nur das Video liken in 3 Sekunden. Und dann öffnet sich wie im Zauberhand dieses Schloss. Also, wenn du bereit bist, dann like gerne das Video in 3 Sekunden. 3, 2, 1 und jetzt. Tada, Freunde, schaut mal, das Schloss ist aufgegangen. Wie cool ist das denn, Freunde? Und jetzt schauen wir gemeinsam rein, was sich in diesem Schloss bzw. in dieser Kiste befindet. Freunde, Alter, wir haben hier richtig coole Waffen. Wir haben hier 3 normale Waffen. Wir haben hier ein, oh mein Gott, Freunde, was ist das für ein krasses Schwert? Dann haben wir noch so ein Schwert und noch einen Hammer, Freunde, Alter. Das sind 3 richtig krasse OP-Waffen und die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann haben wir hier noch einen Bogen, Freunde, den könnten wir ja auch mal testen. So, funktioniert der? Ja, Freunde, der Bogen ist auch gut und der hat, Alter, Freunde, der sieht richtig krass aus. Okay, also Bogen cool, Waffen cool, aber wir haben noch eine Waffe. Wir haben hier noch so Gewehre, Freunde. Oh mein Gott, guck mal, die funktionieren bestimmt auch so bam, 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 bam. Und Freunde, Alter, ich habe hier einfach Löcher reingemacht in unsere Blöcke, Freunde. Da seht ihr mal, wie übrigens stark diese Diamantblöcke sind. Denn die kann man nicht mit so einem Ding kaputt machen, mit so einer Waffe. Da braucht man schon viel, viel mehr, Freunde. Let's go. Ich würde sagen, wir sind auf einem richtig guten Weg. Und die Waffen verstauen wir natürlich einfach mal. So, und als nächstes würde ich sagen, Freunde, oh mein Gott, wir haben unsere Base von innen ja noch gar nicht umgebaut. Das heißt, wir müssen erstmal hier so eine kleine Zentrale bauen. Dafür haben wir diese Blöcke, Freunde. Und guckt euch das mal an. Dann haben wir hier so ein IT-Center. So, und dann holen wir hier diese Quarzblöcke. So, das machen wir einfach mal hier hin und machen uns jetzt hier so eine kleine IT-Base. Das heißt, so, Moment. Genau, und so, dieses Spinnweben hier kann weg. So, Freunde, perfekt. Und ich glaube, ja, doch, das sieht schon mal richtig cool aus. Wir haben jetzt hier so eine kleine IT-Ecke, Freunde. So, und was haben wir denn hier noch? Wir haben hier so Panikknöpfe, die müssen wir auf jeden Fall platzieren. Das heißt, einmal hier ein Panikknopf, hier und hier. Aber, oh, Freunde, jetzt brauche ich noch meine Spitzhacke. Habe ich die etwa weggelegt, Freunde? Ach, die habe ich hier hingelegt. Und den Panikknopf können wir jetzt wieder abbauen. Ey, Panikknopf. So, wow, Freunde, hier geht's auf jeden Fall steil runter. Da müssen wir aufpassen. So, jetzt einmal hier so einen Block rausnehmen. Und den nächsten Panikknopf platzieren wir hier, Freunde. Let's go. Ich würde sagen, unsere Base ist jetzt echt schon auf einem richtig krassen Niveau. Aber da geht natürlich noch einiges. Wir haben auch Granaten. Wollen wir mal so eine Granate testen, Freunde? So, macht die auch was? Komm schon, teste dich. Und, oh, Freunde, das explodiert auf jeden Fall richtig super duper krass. Naja, ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal ein bisschen weiter. Und dann bleibt unbedingt dran. Denn gleich kommen die Dinosaurier. So, Freunde, ich bin gerade dabei hier. Wartet mal, Freunde. Wer ist das denn, Alter?
Freunde, hier kommt schon wieder so ein komischer Dinosaurier zu Besuch. Junge, verschwinde, Alter. Freunde, was schicken die denn die ganze Zeit für Leute hierher? Ey, Junge, hau mal ab hier, Alter. Das sieht aus wie so ein Drache, Freunde, aber wie so ein Hundedrache. Alter, Freunde, was ist das denn? Will der mich irgendwie... Geh mal weg, Freunde. Keine Ahnung, was das ist, Freunde, aber dieses Teil kommt immer näher. Verschwinde. Nein, 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 Freunde. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Verschwinde, verschwinde. Verschwinde! Freunde, nein, 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 ich bin fast tot, ich bin fast tot. Was ist das für ein Teil? Alter, Freunde, was ist das für ein Riesendrache? Der soll mal ja weggehen von mir. Oh mein Gott, Freunde, ich glaube, diese Dinosaurier schicken nach und nach jetzt irgendwelche anderen Sachen, um mich einzuschüchtern. So, verschwinde hier. Nein, Freunde, oh mein Gott, was haben wir uns hier mit eingebrockt? Geh mal weg, Alter! Nein, 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 nein. Freunde, kommt schon, den holen wir uns doch jetzt irgendwie. Oh nein, 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 Freunde, wir müssen hier schnell uns beeilen. Unsere Base ist noch lange nicht sicher genug. Freunde, wir lassen den jetzt einfach hier mal in Ruhe. Ey, Professor, Alter, was soll das? Warum hast du mir davon nichts gesagt? Er sagt, das ist eine Taktik der Dinos. Sie wollen dich locken, Freunde. Diese Dinos wollen uns locken, indem sie immer verschiedene Sachen schicken, um uns schon so ein bisschen aufzuröppeln. Schaut mal, wir haben jetzt schon zwei von unseren Waffen verloren, weil wir die einfach an die verschwendet haben. Das ist quasi ihre Planung gewesen, ihre Taktik. Darauf dürfen wir uns nicht einlassen. Die wollen uns damit pranken, Freunde, dass wenn die Dinos kommen, wir keine Waffen mehr haben. Deswegen ist der jetzt auch schon wieder verschwunden einfach. Man darf die einfach nicht angreifen, Freunde. Okay, verstehe. Aber ihr habt's gesehen, Freunde, unsere Base ist noch lang nicht sicher genug. Wir haben hier noch ein paar Blöcke wie Magma, wir haben Sprungminen, wir haben Geschütze und Alarmknöpfe, die wir jetzt alle Stück für Stück platzieren werden. Und damit fangen wir jetzt direkt an, Freunde. Das heißt, wir platzieren jetzt hier zum einen, ich glaube, wir könnten das am besten wirklich hier platzieren, einmal so ein Geschütz in die Ecke. So, Geschütz, komm bitte raus. So, das wäre erledigt, Freunde. Dann muss hier nochmal ein Geschütz hin, Freunde, dass wir quasi an all diesen Ecken jetzt hier ein Geschütz haben. Alter, Freunde, das wird ja immer krasser, dieses Abenteuer. Dann hier noch ein Geschütz. Let's go, Freunde. Und hier platzieren wir auch nochmal ein Geschütz. Okay, ihr seht's, das wird jetzt schon mal ein bisschen sicherer, denn dann könnten quasi diese Geschütze erstmal die Dinosaurier angreifen. Aber wir müssen irgendwie die Dinosaurier noch stoppen, Freunde. Und ich habe da schon so eine Idee, wie wir das machen könnten. Und zwar, indem wir jetzt quasi hier so einen Weg frei buddeln. So, guckt euch das mal an, ob das passt. So, dann platzieren wir hier einmal Sand, Freunde. Und auf diesen Sand können wir Kakteen platzieren. Wobei, ach nein, die müssen noch eins weiter, Freunde. So, das heißt, wir könnten jetzt hier überall so Kakteen platzieren und dadurch können die Dinosaurier eben nicht durchlaufen, denn die wissen ja auch, Kakteen sind ultra spitz. Schaut euch das mal an, Freunde, und dann sind die quasi so ein bisschen abgeschreckter. Wisst ihr, Freunde, ich glaube, das ist eine ziemlich gute Idee. Das heißt, einmal hier nochmal Sand, hier nochmal Sand, hier nochmal Sand, Freunde, und dann machen wir uns hier so eine kleine Base mit Kakteen drumherum, Freunde. Alter, ich glaube, das ist eine richtig, richtig gute Idee. Auch wenn die ein bisschen Zeit beansprucht. Egal, das kriegen wir schon hin, Freunde. So, jetzt hier wieder Kakteen und... Oh, ich bin auch langsam schon so ein bisschen müde. Wir sind so lange jetzt hier schon am Arbeiten, Freunde. Ich mache noch ganz kurz die Reihe und danach mache ich das fertig. Und dann geht's ab ins Bett, Freunde. Ich bin so hundsgrottenmüde. Das heißt, oh mein Gott, was ist das denn hier? Ich bin so müde, ich falle fast ins Bett. Aber die Base müssen auf jeden Fall noch ein bisschen sicherer werden. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal zurück. Machen das natürlich dann gleich alles noch schön. So, platzieren hier in unsere Base natürlich, Freunde, Alarmknöpfe, dass wir hören, wann die Dinosaurier kommen, Freunde. Und haben wir noch ein Bett oder sowas? Bestimmt, Freunde. Ah, hier haben wir ein hellblaues Bett, Freunde. Okay, dann würde ich sagen, baue ich jetzt erstmal alles zu Ende. Dann zeige ich euch das gleich nochmal. Und dann... Oh, hört ihr, es geht für mich ins Bettchen. So, Freunde, schaut's euch an. Ich habe jetzt hier überall die Kakteen platziert. Richtig, richtig gut, oder findet ihr nicht? Ich bin auf jeden Fall jetzt bereit, mich mal hinzulegen. Ich weiß, es ist noch relativ früh, aber... Freunde, ihr hört's, ich bin wirklich so müde. Morgen wird ein richtig anstrengender Tag, denn morgen kämpfen wir gegen Dinosaurier, Freunde. Aber jetzt ruhen wir uns erstmal aus, essen hier noch eine Kleinigkeit und jetzt lege ich mich aufs Ohr, Freunde. Boah, Freunde, was ist das denn für ein Lärm hier draußen, Freunde? Hier sind überall...
Dinosaurier! Moment mal, Freunde, guckt euch das mal an. Oh Gott, und die sind, glaube ich, nicht hier, um Freunde zu finden. Wir haben hier so Wasserdinosaurier. Ey, Wasserdino, verschwinde mal, Alter. Und Freunde, was ist denn das hier? Hier ist noch so ein Flugdino. Guck mal, der kann fliegen, Freunde. Können wir den abschießen hier? Nein, Freunde, den treffen wir nicht, aber den hier treffen wir. Oh, Freunde, schaut mal, unsere Geschütze greifen die an. Genau so. Oh nein, Freunde. Jawohl! Oh mein Gott, Freunde, der platziert einfach so ein... Oh mein Gott, was passiert jetzt hier? Hier sind einfach jetzt solche... Oh mein Gott, Freunde, Moment. Verschwindet hier, ihr kleinen Monster. Schaut mal, Freunde, dieser Lava-Dino hat jetzt hier diesen... Oh mein Gott, ja! Okay, Freunde, also, oh mein Gott, nein. Was passiert hier denn? Okay, wir gehen mal ganz kurz runter in unsere Base, eine Lagebesprechung machen, Freunde, mit dem Professor. Also, Professor, du hast gesehen, die Dinos sind jetzt da. Und hier war so ein Feuerdino und der hat einfach, als er gestorben ist, so ein Lavasee platziert. Und ich weiß nicht, was da für andere Monster jetzt rausgekommen sind. Okay, Freunde, also, es hat sich ein bisschen beruhigt. Da hinten sind diese anderen Dinos. Ich würde sagen, die holen wir uns jetzt auch mal. So, verschwindet hier, ihr Dinos. Weg mit euch. Ja. Komm, Freunde, den holen wir uns. Komm schon, nimm das. Jetzt noch mal ein bisschen mit dem Bogen. Jawohl, die nächsten haben wir. Und du gehst auch weg. Dich wollen wir hier auch nicht haben. Verschwinde. Verschwinde. Okay, Freunde, die nächsten haben wir auch besiegt. Sind hier hinten noch welche? Ja, Freunde, dort hinten ist auch noch einer. Guckt euch mal den Riesen hier an, Freunde. Ich weiß nicht, was das für ein Riesendinosaurier ist, aber er hat uns gesehen. Komm schon, nimm das. Aua, Freunde, der macht Schaden. Der ist nicht ohne. So, einmal mit dem Bogen hier. Boom, ja. Freunde, den haben wir auch besiegt. So, wo sind die nächsten? Kommt schon her, Dinos, wenn ihr euch traut, Freunde. Kommt schon her, Dinos. Aua. Nein, Freunde, da sind die nächsten Greifvögel. Guck mal, nehmt das hier, Freunde. Das sind wieder so Vögeldrachen, beziehungsweise so Vögeldinosaurier. Nehmt das hier. Komm, Freunde, die machen das aber gut. Die sind nicht schlecht. Nein, Freunde, der hat mich auf den Boden gezwungen. Weg sind die. Weg. Komm schon, verschwindet hier. Oh. Aua, nein, Freunde, der hat mich auch wieder auf den Boden gezwungen. Nein, Synthi, renn. Die sind echt stark, Freunde. Nein. Ich kann hier auch nicht springen, Freunde. Die haben mich irgendwie ein bisschen gefesselt. Komm schon, ich komm nicht hoch, Freunde. Nein. Ich habe auch nicht mehr so viel Leben. Nein, Freunde, der verfolgt mich. Nein. Schnell, irgendwas. Komm, verschwinde. Nein, Freunde, ich habe nur noch 2 Herzen. Nein, bitte nicht. Ich will noch nicht sterben.